Hallo, ich bin Sebbel und ich zeige euch heute ein B-Modell für die große Königsburg von 2010, der 7946. Diese Königsburg ist doch sehr symmetrisch in ihrem Aufbau und daher doch etwas langweilig. Ganz und gar nicht langweilig hingegen ist der Riverside Outpost, den Lego-Fan UY auf Replicable gestellt hat. Dabei handelt es sich um einen Uferaußenposten, welcher auf Felsen gebaut ist und der ein Gewölbe unter dem Hauptgebäude hat. Besonders schön ist der Aufgang vorne über eine Treppe und die vielen liebevollen Details, die hineingeflossen sind. So zum Beispiel ein Glockenturm mit funktionierender Kette. Die Königsburg eignet sich sehr gut, um dieses Mock nachzubauen. Dabei kommt eine sehr solide und gut bespielbare Burg heraus. Wie beim Vorbild auch, haben wir hier vorne einen Aufgang über eine Steintreppe, der zu einer Holztür führt. Neben dem Hauptturm gibt es auch noch einen Glockenturm mit funktionierender Kette, an der geläutet werden kann. Auch diese Fahne, die im Original etwas anders gelöst ist, wurde hier wieder aufgegriffen. Und wenn wir das Ganze von der Rückseite anschauen, sehen wir auch, dass dort der Wasserzugang hier unten ebenfalls enthalten ist. Im Glockenturm ist außerdem eine Schatzkammer und über diese Kette hier gelangt man an die Schatztruhe. Zu guter Letzt befindet sich auf dieser Seite noch ein Verlies, in das man unwillkommene Gäste sperren kann. Die ganze Burg ist modular aufgebaut, sodass man den Glockenturm entfernen kann und so an die Kellergewölbe herankommt. Hier sehen wir auch schon ein Fass mit ein paar Vorräten, eine Ratte und hier ist ebenfalls Zugang zum Verlies. Wie auch im Original sieht man hinten an der Wand die gekreuzten Äxte. Man sieht also, dass einiges fast 1:1 übernommen werden konnte. Auch der Grundriss ist im Übrigen 1:1 derselbe. Der einzige Unterschied ist die Trennfläche hier zwischen dem Hauptteil und dem Turm, die ich etwas versetzen musste. Das obere Geschoss ist ohnehin sehr gut bespielbar durch die großen offenen Bögen. Bleibt noch der Turm, an den man herankommt, indem man den oberen Teil abnimmt. Dabei kommt ein gut eingerichtetes Zimmer zum Vorschein, das über einen Schreibtisch, ein Bett und einen Waffenständer verfügt. Hier seht ihr nochmal den Waffenständer und den Schreibtisch. Das Gebäude ist sehr robust. Dafür sorgen zum Beispiel die zusätzlichen Säulen, die im Originalmodell nicht vorgesehen sind. Kommen wir zum Glockenturm. Auch hier gibt es ein Untergeschoss, das über eine Treppe erreichbar ist. Im Original ist hier eine Leiter, die allerdings nicht realisiert werden konnte. Allerdings finde ich, ist diese Treppe auch sehr gelungen. Auch hier haben wir zusätzliche Säulen, die für die nötige Stabilität sorgen. Im Hintergrund sieht man noch einen Tisch mit Kelch und ein paar Waffenständer. Haupt- und Nebenteil können über Pin-Konnektoren miteinander verbunden werden, sodass diese auch wunderbar transportiert werden können. Bei der Stabilität müsst ihr also gar keine Bedenken haben. Die kostenlose Schritt-für-Schritt-Bauanleitung zu diesem Modell findet ihr auf replicable.com. Ich verlinke euch das in der Beschreibung. Ihr findet dort auch viele weitere Modelle von mir, unter anderem auch weitere B-Modelle zur Königsburg 7946. Außerdem verlinke ich euch das Originalmodell
von BrickFan UI, sodass ihr auch ihn unterstützen könnt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Sebbel.